man ist es eben faktisch durch das, was man tut, oder nicht? Monika Berberich wird 1970 wegen Beteiligung an Banküberfällen verhaftet. Sie verbringt danach insgesamt über 17 Jahre im Gefängnis. Erst nach ihrer Festnahme gründet sich offiziell die RAF. Die ersten Aktionen der RAF gelten den Schaltstellen des Vietnamkrieges in Deutschland. So verüben sie im Mai 1972 einen Anschlag auf das US-Hauptquartier in Heidelberg und das IG Farbenhaus in Frankfurt. Am 7. Juli 1976 sind drei Genossinnen und ich aus diesem Gefängnis ausgebrochen. Wir sind hier aus einem damals unvergitterten Fenster ausgestiegen und über dieses flache Dach auf der anderen Seite runtergeklettert und haben uns auf die Straße runtergelassen. Die neu erlangte Freiheit dauert nur 14 Tage. Dann wird Monika im Zuge einer bis dahin nicht gekannten Großfahndung in Berlin erneut verhaftet. Im August 1970 wird die Führungsspitze der Tupamaros verhaftet. Unter ihnen Graciela Jorge. In dieser Zeit haben die Tupamaros verschiedene wichtige Geiseln in ihrer Gewalt. Darunter auch den US-Amerikaner Den Mitrione, der die uruguayische Polizei in Aufstandsbekämpfung berät. Durch ihre Geiseln wollen sie die Freilassung ihrer Compañeras und Compañeros erzwingen. Der Tag, an dem ich hier in der Straße in der Calle Almería festgenommen wurde, war für mich der längste Tag meines Lebens. Es war ein grauer Tag, ein Tag, an dem so viele Katastrophen zusammenkamen, dass mir der Tag unendlich lang erschien. Ein so grauer Tag, dass es weder Sonne und Helligkeit noch Schatten gab. Der Tag erwachte grau. Er war grau und blieb es, bis sie mich ins Polizeipräsidium brachten. Da wusste ich nie, ob es morgens, abends oder mittags war, weil das elektrische Licht permanent eingeschaltet war. Ich musste in diese Straße, weil wir dort eine Versammlung hatten. Ich glaube, es war ungefähr 3 Uhr nachmittags. Ich stieg aus dem Bus und rief von einer Telefonzelle aus im Haus an. Und weil der Tag so grau und regnerisch war, glaubte ich, dass das Telefon deshalb immer besetzt war. Mir kam es nicht außergewöhnlich vor. Es war für mich kein Alarmzeichen. Ich dachte einfach, dass wegen des schlechten Wetters eine Leitung ausgefallen wäre. Als ich an die Ecke kam, rief ich zum letzten Mal von einem kleinen Laden aus an. Ich sah die Straße hinunter, aber mir fiel nichts Ungewöhnliches auf. Ich ging also hin und klingelte. Aus dem Halbschatten tauchte plötzlich ein unbekanntes Gesicht auf. Aber da war es schon zu spät. Ich konnte nicht mehr fliehen, es gab keinen Ausweg. Sie packten mich von hinten und mit der Pistole im Rücken brachten sie mich ins Haus. Jesse wird das erste Mal im September 1969 verhaftet. Um Zugang zur Kapelle zu bekommen, singt sie mit anderen Gefangenen jeden Sonntag im Kirchenchor. Nach langer Vorbereitung flüchtet sie von hier aus mit 12 weiteren Frauen. Es ist der 8. März 1970, der Internationale Frauentag. Vor dem Portal warten zwei Autos als Krankenwagen getarnt, mit denen sich die Frauen absetzen. Jesse taucht sofort unter, wird aber wenig später erneut verhaftet. Im Gefängnis trifft sie Graciela. Im Juli 1971 wird ein zweiter Ausbruch in Koordination mit Compañeros draußen vorbereitet. Sie graben einen Tunnel von der Kanalisation bis ins Gefängnis. Sie gruben einen Tunnel von hier bis zu unseren Schlafräumen. Und ich erinnere mich, dass wir immer sehr aufpassen mussten, dass man die Geräusche nicht hörte. Die Nächte verbringen die Frauen damit, Erde abzutragen und Gramm für Gramm zu entsorgen. Im Juli 1971 ist der Tunnel fertig.
38 Frauen, darunter Graciella und Jessie, gelingt die Flucht. Graciella trifft sich mit ihrem Partner, sie leben als illegal in der Stadt. Sie wird schwanger. Im August 1972 wird sie das zweite Mal verhaftet. 13 Jahre Gefängnis folgen. Ein halbes Jahr vor ihrer Festnahme war schon ihr Freund bei einem Schusswechsel schwer verletzt verhaftet worden. Im Oktober 1972 wird ihre Tochter Gabriella geboren. Die ersten zwei Lebensjahre wächst das Kind bei ihrer Mutter im Gefängnis auf. Jessie wird nach dem gemeinsamen Ausbruch militärische Verantwortliche im Süden. Dort verliebt sie sich in Leonel El Flaco. Sie leben und arbeiten zusammen in der Illegalität bis zu dem verhängnisvollen 13.06.1972. Es gibt da noch etwas, was ich euch bis jetzt noch nicht erzählt habe. Als ich verhaftet wurde, war ich schwanger. Ich war im dritten Monat. Ich hatte diese Entscheidung nach sehr tiefgehenden Diskussionen mit meinem Companiero und mit sehr viel Freude getroffen. Denn es waren ja schwierige Bedingungen, um ein Kind in die Welt zu setzen. Aber wir glaubten, dass Kinder eben das ganz natürliche Ergebnis der Liebe sind und dass es Quatsch ist, auf den optimalen Zeitpunkt zu warten, um Kinder zu bekommen. Aber in dem Moment, als sie mich verhafteten, beging ich einen großen Fehler. Gemäß unserer Absprache, ihnen nicht lebend in die Hände zu fallen, versuchte ich sie dazu zu bringen, mich zu töten. Aber sie taten es nicht. Als mir das klar wurde, wurde ich total ruhig. Es ist verrückt, wie ruhig man in solchen Situationen sein kann. Aber ich war gelassen, weil ich dachte, dass ich Flaco in Sicherheit hatte bringen können. Ich war mir sicher. Und als sie mich überwältigten, begehe ich einen Fehler. Ich halte meinen Bauch fest und sage, schlagt mir nicht hier hin, denn ich bin schwanger. Und natürlich schlugen sie genau dorthin. Ich verlor das Kind noch auf dem Weg ins Militärhospital. Außerdem hatte ich zwei Kugeln im Bein und einen Oberschenkelbruch. Später im Krankenhaus kam dann einer und sagte, unten haben wir einen Klumpen Fleisch. Weißt du, wer das sein könnte? Und sie warfen mir das Feuerzeug von Flaco auf das Bett. Es hatte Einschusslöcher. In diesem Moment wusste ich, dass sie ihn umgebracht hatten. In einer Nacht, vier Tage, nachdem sie mich verhaftet hatten, träumte ich davon, an diesem Strand zu sein. Ich war im Parque de la Plata, da waren die Dünen, die hinter uns liegen, aber es war menschenleer. Es gab nur uns beide. Wir liefen händchenhaltend durch die Dünen. Wir rannten, wir kletterten auf die Dünen, wir liefen hinunter, kletterten auf die nächste, bis wir an das Ufer kamen und ich sah eine Korallenbank. Der Anblick war so wunderschön, dass es vor lauter Schönheit wehtat. Und es gab rote Korallen, silberne und weiße Korallen. Ich erinnere mich, dass ich Flaco gefragt habe, welche Korallen möchtest du? Er zeigte auf die Weißen. Warum die Weißen? Er antwortete, weil das unsere Freiheit ist. Dieser Traum hat sich mir so eingeprägt, dass ich ihn 22 Jahre lang nicht vergessen habe. Was für eine Fähigkeit hat doch das menschliche Wesen, den Schmerz, den es erlebt, durch Träume zu kompensieren? Es war der schönste Traum, den ich jemals in meinem Leben gehabt habe. Ich spüre noch heute die Korallen in meiner Hand und er wählt ausgerechnet die Weißen. Warum die Weißen? Ich weiß es nicht. Es wäre ja logischer gewesen, die Roten zu wählen. Warum die Weißen? Der Verlust des ungeborenen Kindes und der Verlust von Flaco, ich glaube, das hatte sehr heftige Konsequenzen für mein Leben. Oder anders gesagt, ich habe nicht den geringsten Zweifel daran,
dass mein besessener Kinderwunsch während meiner späteren Knastzeit viel damit zu tun hatte. Denn ich dachte, dass ich als alte Frau aus dem Gefängnis kommen würde oder vielleicht nie freigelassen und sogar dort sterben würde. Ich glaube, dass die Besessenheit, ein Kind haben zu wollen, damit zu tun hatte, dass ich dieses Kind wieder erschaffen wollte, das ich in diesem Moment verloren hatte. Gabriela, die Tochter von Graciela, ist eins der im Gefängnis geborenen Kinder. Sie ist 22 Jahre alt. Wie war denn deine Kindheit für dich? Ich weiß nicht, für mich war es normal. 2 Jahre war ich mit meiner Mutter in einer Kaserne. Nach den 2 Jahren lebte ich im Haus meines Onkels. Welche Erinnerungen hast du denn an deine Eltern, als du zwischen 2 und 12 Jahre alt warst? Meine Mutter sah ich jede Woche eine Stunde. Bei meinem Vater hing es davon ab, wo er gerade war. Manchmal sah ich ihn alle 2 oder 3 Wochen, manchmal auch nur einmal im Monat. Das war unterschiedlich. Für mich war das etwas ganz Selbstverständliches, so wie in die Schule gehen. Eine ganz normale Sache, die man eben tun muss. Es war normal und ich ging auch nicht mit großen Erwartungen dorthin. Manchmal ging ich hin und es war ganz toll, aber manchmal hatte ich auch keine Lust und wollte lieber zu Hause bleiben und Fernsehen gucken oder an den Strand gehen. Aber du bist gegangen. Ja. Wie hast du das Ganze deinen Freunden erklärt? Ich habe ihnen gesagt, dass meine Eltern im Gefängnis wären, weil sie Brot an arme Kinder verteilen wollten. Ich erinnere mich nicht mehr, ob sie das Brot gestohlen hatten oder nicht. Ich weiß es nicht. Ich hatte es so erzählt bekommen und habe es auch so weitererzählt. Außerdem habe ich ihnen gesagt, dass nicht die Polizei meine Eltern eingesperrt hat, sondern die Soldaten. Aber klar habe ich mich gefragt, warum sie sich so viel um andere Kinder kümmerten und nicht um mich. Ich habe mich gefragt, ob sie eigentlich nie an mich dachten, als sie das alles taten, wofür sie ins Gefängnis kamen, und ob ich ihnen vielleicht gar nicht wichtig war. Und dann wurde ich schon wütend. Ich war oft wütend auf sie. Das Konzentrationslager Punta Rieles ist nicht zu vergleichen mit den Konzentrationslagern der Nazis. Es war mit der Absicht gebaut worden, psychologischen Druck auszuüben, die Persönlichkeit zu zerstören. Es sollte zur Zerstörung deiner Ideen, deiner Ideologie, deiner Werte und deines Selbstwertgefühls führen. Sie wollten dir das Gefühl des totalen Zusammenbruchs und der Niederlage vermitteln.